John Wick kann fast schon als Ausnahme einer Regel angesehen werden, denn was Film- und Serienproduktionen betrifft, leben wir aktuell in ganz interessanten Zeiten. Zeiten, in denen sich viele der großen Studios allem Anschein nach zur Aufgabe gemacht haben, beliebte Franchises bis zur Unkenntlichkeit zu verunstalten. Der Name des jeweiligen Franchises wird natürlich beibehalten, um bei den Fans das beruhigende, schöne Gefühl aufkommen zu lassen, das sie früher beim Ansehen immer gehabt hatten, und die Vorfreude. Endlich bekommt man, manchmal nach jahrelangem Warten, wieder die Chance, in sein Lieblingsuniversum einzutauchen. Der Name von Herr der Ringe zum Beispiel wird dahergenommen. Oder das Marvel-Logo, das man sieht und sich denkt, jetzt kann gar nichts mehr schieflaufen, immerhin bin ich jetzt zurück im MCU. Aber diese Logos und Namen sind trügerisch geworden, wie viele Menschen in den letzten Jahren verärgert feststellen mussten. Denn beides steht lange nicht mehr automatisch für Qualität. Anstatt das zu bekommen, was man erwartet hatte, werden den Fans seit einigen Jahren oft Welten präsentiert, die den bekannten und geliebten Universen an der Oberfläche zwar ähneln mögen, aber an ihren Wurzeln dann komplett umgedeutet wurden. Aber glücklicherweise gibt es, vereinzelt aber doch, auch Ausnahmen davon, in denen Fortsetzungen mit großem Respekt vor dem Ursprungsmaterial produziert wurden. Ausnahmen wie zum Beispiel Top Gun Maverick oder eben John Wick. John Wick hat uns im Jahr 2014 das erste Mal eine Welt eröffnet, die so durchdacht und skurril und dunkel ist, dass sie es mit Coolness sogar mit dem Matrix-Universum aufnehmen kann. Der erste Film erzählte die simple Story eines Mannes, dem alles genommen wurde, und sprach dabei so geschickt die Gefühle des Publikums an, dass man gar nicht anders konnte, als seitdem mit John Wick mitzufühlen. Nicht nur in diesem ersten Film, sondern in allen anderen darauffolgenden Filmen auch. Der zweite Teil brachte Action und Worldbuilding nochmal auf ein neues Level, und obwohl es im dritten Teil dann hauptsächlich um Action ging, schien das den Großteil der Leute nicht wirklich gestört zu haben, wenn man sich die unglaublichen Kinokassen-Einspielergebnisse sowohl von John Wick 3 als auch die aktuellen Zahlen des vierten Teils ansieht. Nach seinem zweiten Wochenende hat der Film schon jetzt sein Grundbudget wieder eingespielt, und das, obwohl der Film FSK 18 ist. IMDb und Rotten Tomatoes Kritiker feiern den Film. Von ähnlich gutem Feedback können andere Studios aktuell nur träumen. Und durch das alles ist John Wick schon jetzt zu einem weiteren Beispiel geworden, dass das Kino alles andere als tot ist, dass ein Film sehr wohl sein Budget auch sehr schnell wieder einspielen kann, weil die Leute doch wohl nach wie vor bereit sind, für teure Kinotickets Geld auszugeben, wenn ihnen das geboten wird, was sie sich erwarten. Und ihre Erwartungen sogar noch übertroffen werden. Denn wie gesagt, wohingegen die Action im dritten John Wick-Film im Vordergrund gestanden hat und sich eine Kampfszene an die nächste gereiht hat und das im Prinzip den Film ausgemacht hat, kommt jetzt, im vierten Teil, jetzt wieder eine emotionalere Komponente dazu, die sich besonders in John Wicks Freundschaften zeigt. Die Interaktionen mit anderen Menschen, die ihm etwas bedeuten, lassen ihn wieder menschlicher und ein bisschen weniger wie eine Maschine wirken, und als Zuseher kann man sich wieder etwas besser mit ihm identifizieren als im dritten Teil. Zwischen den Action-Szenen ist, wie es auch in Teil 1 und Teil 2 der Fall gewesen ist, wieder etwas Platz zum Atmen. Generell sind die einzelnen Plotpoints der Geschichte auch greifbarer. Im ersten Akt nimmt sich dieser Film wieder die Zeit, die Figuren aufzubauen. Den Marquis de Gramont als Antagonisten, der alle Mittel zur Verfügung hat, um John im Auftrag der Kammer zu töten. Bill Skarsgård mit seinen S-ähnlichen Blicken war die absolut richtige Besetzung für die Rolle. Auch lernen wir Kane kennen, der von Hongkong-Actionstar Donnie Yen gespielt wird, und gleich in der ersten Szene mit ihm werden wir uns seinem Dilemma bzw. seiner Zerrissenheit bewusst. Besonders durch Kane kommt John Wicks Charakter in dem Film erst so gut hervor, aber dazu gleich mehr. Im gesamten zweiten Akt der Story wird John ein Hindernis nach dem anderen in den Weg gelegt, um an den Marquis heranzukommen, denn der einzige Weg für John, jemals wieder nicht von allen Killern auf der Welt gejagt zu werden, und in dem Universum besteht die ganze Welt praktisch nur aus Killern, ist es, den Marquis im Duell zu besiegen. Dabei bekommt er Hilfe von alten Bekannten, dem Bowery King, Winston und Charon, dessen Schauspieler Lance Reddick nur 2 Wochen nach dem UK-Release des Filmes verstorben ist. Ruhe in Frieden, Mann, du warst eine wahre Legende. Das Highlight des Filmes ist der dritte Akt. Und ohne zu spoilern kann ich sagen, dass es hier ein ziemlich großes Dilemma gibt, vor das John gestellt wird. Denn um im Endeffekt wirklich frei zu werden, muss John erst an dem vom Marquis angeheuerten Kane vorbei, nicht nur wissend, dass er damit einen alten Freund töten würde, sondern dass dessen Tod ein großes Unglück für andere Menschen bedeuten würde. Die Action-Szenen, auch wenn sie sich zum Teil etwas in die Länge ziehen, sind unverändert beeindruckend choreografiert, und auch abgesehen davon bekommen wir als Zuseher alles, was man sich von einem John Wick-Film erwartet. Tolle Schauplätze, die von den schönsten Plätzen Paris über stillgelegte U-Bahn-Stationen bis zu Berliner Nachtclubs reichen, einen Keanu Reeves, der sich mit fast 60 eindrucksvollerweise ähnlich bewegen kann wie im ersten Film vor 10 Jahren und eine Figur spielt, die uneingeschränkt cool ist, eine Gangsterwelt, die so überzeichnet skurril ist, dass man gern bereit ist, sich darin zu verlieren, durchgedrehte, aber vollkommen ernstzunehmende Figuren und natürlich Hunde, die sich wieder gern ins Krota festbeißen. Handelt es sich wirklich um den besten Actionfilm seit Jahren, wie oft behauptet wird? Das kommt natürlich auf den Betrachter an.
Aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man in John Wick 4 dem Franchise treu bleibt. Die Leute kommen ins Kino, weil sie einen John Wick sehen wollen, wie sie ihn kennen. Und das respektieren die Filmemacher. John bekommt zum Beispiel nicht auf einmal Panikattacken oder beginnt, an seinem ganzen Leben zu zweifeln. Er hat nach wie vor ein klares Ziel vor Augen, nämlich zu überleben. Auch verzichtet der Film darauf, ihm beispielsweise jetzt eine jüngere und oder diversere Figur als dringend benötigten Gegenpol zur Seite zu stellen, die, zwar ohne vergleichbare Ausbildung, trotzdem von Anfang an alles besser kann als John und ihn und uns die ganze Zeit über daran erinnert, dass John ein alter Mann ist und seine Zeit eigentlich schon längst vorbei. Und es gibt viel Diversität in dem Film und auch da wird alles richtig gemacht. Sie ist einfach da, aber ohne, dass dieses Thema irgendwie in den Mittelpunkt gestellt oder für irgendwelche Tugendsignalisierung benutzt wird. Anders, als es in anderen Franchises ja mittlerweile so oft gang und gäbe geworden ist. John Wick wird mit dem größten Respekt behandelt und die Originalidee wird in Ehren gehalten und nicht aufgrund irgendwelchen eigenartigen politischen Agenden geopfert, mit denen man es sich in der aktuellen Zeit immer und immer wieder aufs Neue zur Aufgabe macht, etablierte Helden zu diskreditieren oder lächerlich zu machen. Nicht aber John Wick, was offensichtlich eine gute Entscheidung war, die die Fans wertschätzen. Mal sehen, wie es weitergeht. Durch den massiven Kinoerfolg des vierten Filmes erwägt Lionsgate schon jetzt, John Wick nochmal in einem fünften Film zurückzubringen. Die John Wick Spin-off-Miniserie The Continental soll noch dieses Jahr auf Amazon rauskommen. Die Serie wird in den 70er Jahren spielen und sich auf die Background-Story von New York Continental Manager Winston konzentrieren. 2024 wird dann voraussichtlich der Film Ballerina mit Ana de Armas folgen. Der Underworld-Regisseur Len Wiseman wird die Regie übernehmen, also darf man auch da wahrscheinlich hohe Erwartungen haben. Und jetzt, nach diesem vierten John Wick-Teil, ist auch noch von einer weiteren Spin-off-Serie die Rede, in der es um die Figur von Kane gehen soll. Also mal sehen, ob dem expandierenden John Wick-Universum auch in Zukunft weiterhin das gelingen wird, woran so viele andere Franchises heutzutage scheitern. Sich selbst treu zu bleiben und den Fans das zu geben, wofür sie auch wirklich ins Kino kommen. Danke fürs Reinschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und teilt es doch gerne mit anderen, was dem Kanal unglaublich weiterhelfen würde. Außerdem könnte euch auch dieses Video interessieren, in dem es darum geht, wie die grandiose Amazon Prime Serie The Boys gerade noch die Kurve gekratzt hat, anstatt in Wokeness abzudriften. Bis zum nächsten Mal.